von den Sternen am Himmel, über die Weihnachtssterne, über die Süßen im Mund, jetzt hin zu einem TV-Stern. Wobei, sie ist viel, viel mehr. Ihr zweiter Name scheint Erfolg zu sein. 2009 gewann sie die erste Staffel von Austria's Next Topmodel. Dann war sie Jurorin der großen Chance. Dann ergatterte sie eine Hauptrolle in der ARD-Telenovela Sturm der Liebe. Dann spielte sie dazwischen die Bullschaft in Potsdam. Ja, und jetzt führt sie das A-Team für Österreich an. Wir freuen uns sehr auf Larissa Marold. Unsere erste Geschichte ist Müll. Moment, ich muss das anders sagen. Der Hauptdarsteller unserer ersten Geschichte ist ein unangenehmer Kerl. Das A-Team für Österreich wird angeführt von der Kärntner Schauspielerin und Moderatorin Larissa Marold. Die Sendung widmet sich gesellschaftspolitisch relevanten Themen. Mit diesem Wissen, mit einigen Kameras ausgestattet, haben wir einen Baumarkt im Burgenland gecrashed. Keine Sorge, wir werden nicht böse sein, wir wollen einfach nur die Leute glücklicher machen. Larissa Marold, 1992 in Klagenfurt geboren, ist keine Unbekannte im ORF. Sie war Jurorin in der großen Chance. Und sie begleitete die Zuschauer monatelang in der Telenovela Sturm der Liebe. Ich würde jetzt mal diese Position. Red noch mal mit deinem Sohn. Es macht dir nämlich doch was aus, genau hier. Ah, nicht aufhören. Die 28-Jährige, die auch als Model arbeitet, präsentiert das neue ORF-Format. Ob Fast Fashion, Lebensmittelverschwendung, psychische Krankheiten, Mobbing im Netz oder Plastikmüll. Jede Woche ist es das Ziel, nicht nur Bewusstsein zu schaffen, sondern anhand außergewöhnlicher, emotionaler und überraschender Aktionen nachhaltig etwas zu bewegen. Diese Aktion sind wir so richtig auf den Geschmack gekommen. Und glauben Sie mir, Menschen zum Lachen zu bringen, macht süchtig. Da steht da sehr gut, der Blumentopf. Herzlich willkommen, Larissa. Dankeschön. Das A-Team, jetzt haben wir schon ein bisschen was gesehen, also einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Kannst du uns noch ein bisschen mehr verraten? Ja, das A-Team ist ein mutiges, dynamisches Team, das versucht, Österreich ein bisschen zu verbessern. Ich meine, Österreich ist ja schon ein großartiges Land, aber es gibt so ein paar Kleinigkeiten, wo man noch, glaube ich, dran arbeiten kann. Wie soll das gelingen? Ich glaube, das... Was mir wichtig war bei dem Format, dass ich jetzt nicht mit einem Zeigefinger dastehe und sage, so, das darf man nicht, das dürft ihr nicht, sondern dass man einfach mit Bildern arbeitet, dass man den Leuten Sachen zeigt. Und die Leute sehen ja eh selber, was nicht in Ordnung ist. Und dann soll jeder sein eigenes Verhalten vielleicht einmal anschauen und überdenken. Und wenn man nur einen einzigen Menschen da draußen, ja, im besten Fall sind es natürlich ein bisschen mehr, aber... Wenn man jemanden jetzt, ja. Ja, erstes großes Thema, was du auf jeden Fall hast, ist Hass im Netz. Mhm. Und das ist ja wirklich hochaktuell. Ja. Wie gehst du selber jetzt mit den sozialen Medien um? Also ich bin mittlerweile natürlich auch sehr aktiv auf Social Media. Natürlich auch berufsbedingt, weil man große Reichweite hat. Ich bin da reingewachsen in den letzten Jahren. Und mittlerweile bin ich halt sehr als Schauspielerin aktiv. Und da hast du nicht so viel mit Hass im Netz zu kämpfen. Aber ich habe natürlich auch schon andere Sendungen, die mehr polarisiert haben. Ich sagen, du bist sehr und da war ich dann schon damit konfrontiert. Und hast du, halt immer, lernen, hast damit du immer alles gelesen, was über dich geschrieben wurde? Nein, um Gottes Willen, nicht immer. Ich war dann, bin immer mal ins Ausland so abgehauen für eine Zeit lang. Und immer, wenn es kritisch wurde, dann du, ich komm gleich. Und dann, wo sich das wieder gelegt hat, bin ich dann wieder zurückgekommen. Aber betreibst du es selber? Schaust du es? Kümmerst du dich selber drum oder gibst du auch Teile, wo du sagst, das muss halt jemand für mich erledigen, weil es einfach auch die Fülle ist. Also die Interviews gebe ich natürlich schon selbst, aber ich habe zum Glück eine große Familie, die mich da sehr supportet und die sammeln dann auch manchmal und schauen sich auch die Artikel an, ob alles passt. Und wenn irgendwo etwas nicht passt, dann werde ich natürlich sofort informiert. Zurück zum A-Team. Ihr habt ja da auch mit versteckter Kamera gedreht, wenn ich recht informiert bin. Sind die Leute dann an Ort und Stelle quasi aufgeklärt worden? Natürlich. Also es war wirklich mit versteckter Kamera. Die Leute hatten überhaupt keine Ahnung, dass sie manchmal gefilmt werden, weil wir hatten einen Spiegel und mittlerweile mit Technik ist alles möglich. Sieht man ja ein paar Bilder davon, ja? Ja, genau. Aber im Nachhinein wird natürlich schon abgeklärt, ob das okay ist. Die meisten sind dann auch tatsächlich okay damit. Tatsächlich. Ja. Corona-bedingt bei Einschränkungen? Beim Einige Dreh selber? Einschränkungen. Ja. Also vor allem, gut, im Sommer war es ja noch nicht
so schlimm. Genau. Aber wir haben auf jeden Fall, also ich werde ständig getestet. Falls sich jemand fragt, warum ich dann manchmal ohne Maske, ich bin immer getestet. Ich bin auch, versuche natürlich immer den Mindestabstand einzuhalten. Und wir arbeiten schon mit großen Hygienemaßnahmen und achten da natürlich schon sehr drauf. Aber das ist heutzutage schon hundertprozentige Sicherheit. Gell? Man kann nur sein Bestes geben. Welches Thema hat dich von all diesen, wie Klimawandel, auch Bienensterben, Müll, welches hat dich am meisten geflasht, sage ich, oder halt bewegt? Also Hass im Netz war schon ein Thema, das mich sehr berührt hat. Vor allem, als ich dann Einschnitte gesehen habe und auch gesehen habe, wie viele Leute sich wirklich mitgemacht haben bei unserer Aktion. Wie viele Leute wir für uns gewinnen konnten. Dann die Stammzellen. Spendenaktion war auch für mich ein sehr schönes, auch berührendes Thema, weil ich da ein, zwei Interviews hatte mit Leuten, die davon betroffen waren und das macht schon was mit dir. Ja. Stichwort mitmachen. Du selbst bist ja nicht nur Präsentatorin dieses neuen Formats, sondern auch mitten im Geschehen sozusagen. Also du bringst dich da komplett ein. Genau. Also ich führe nicht nur jetzt durch die Sendung, auch mit Moderation. Ich bin auch bei der redaktionellen Arbeit mit dabei. Ich bin auch bei den Aktionen mit dabei. Es ist eigentlich ein Fulltime-Job, kann man sagen. Ja, aber auch eine geile Sache, wie man, wenn man sieht, wie das alles funktioniert. Nicht wie eins ineinander greift und dass man ohne den anderen auch nicht kann. Also das ist Teamarbeit. Team. Also deswegen heißt auch A-Team, ohne die Redaktion, ohne das gesamte Team. Weil wir machen das ja alles selbst. Wir machen die Aktionen selbst, die Planung selbst, die Umsetzung. Das ist richtig Teamwork. Cool. Das klingt alles schon sehr, sehr gut. Ja, also A-Team startet. 21:05 genau, Uhr 1. Ist da. Sind ja mehrere Folgen noch geplant, glaube ich. Gell? Fünf Folgen. Folgen jetzt einmal. Hammer. Und das ist fürs erste Mal. Heute fangen wir an, ich bin eh schon ein bisschen aufgeregt. Du sagst, der Lockdown, ja, der hat uns ja nicht verlassen. Und hoffentlich wird das bald, aber wir wissen es nicht. Ich habe gehört, du hast wieder zum Klavierspielen angefangen. Stimmt es oder ist das eine Mär? Das stimmt. Ich habe als Kind Klavier gespielt und als Teenager bin Urge St. Ursula gegangen. Da hat jeder eigentlich Instrument erlernen müssen. Ich auch. Ich war damals sehr faul. Ich war ganz schlimm. Ich war eine schlimme Schülerin. Ich habe überhaupt keine Lust gehabt. Okay, das glaube ich. Und habe echt so rumgeklimpert. Und jetzt, Jahre später, bereue ich das, dass ich da nicht dran geblieben bin. Ja. Ich habe 10 Jahre dazwischen kein Klavier gespielt und habe jetzt während des Lockdowns zu Hause in Kärnten wieder angefangen und spiele jetzt Stücke, die, also ich bin sehr schnell reinkommen. Man merkt sich das irgendwie. Das Gehirn ist anscheinend doch. Ja, was man als Kind irgendwann einmal gelernt hat, das bleibt schon picken. Absolut. Ja, hier sprichst du mit einem Profi, weil der, wenn der in die Tasten haut, Klavierspieler. Müssen wir mal jetzt sagen, ein bisschen musizieren. Ja, unbedingt müssen wir das mal machen. Du bist aber im Prinzip doch hauptsächlich noch immer Schauspielerin und auch sehr viel in Deutschland unterwegs. Mhm. Blutigen Anfänger, glaube ich, sind da wieder. Am Wochenende geht es für mich tatsächlich wieder nach Berlin zu Dreharbeiten für die Krimiserie Blutige Anfänger, wo ich jetzt die zweite Staffel drehe. Du bist eine Polizeischülerin, glaube ich. Und in der zweiten Staffel ändert sich das alles ein bisschen. Auch die Affäre von einem... ja, da ändert sich so einiges. Aber es ist eine coole Rolle. Man kann sich austoben. So soll es sein. Und es ist aber schon in Österreich viel lustiger zu arbeiten, oder? Es ist so die Arbeit zwischen Deutschland. Man kann es nicht vergleichen. Es ist anders, wenn ich in Österreich arbeite oder wenn ich jetzt in Deutschland arbeite. Ne? Es ist aber natürlich man hört, wo sie herkommt. Bei uns, immer. Ich muss beides können. Ja. Ich habe natürlich auch Sprechunterricht gehabt, damit ich in Deutschland akzentfreies Deutsch spreche. Aber zu Hause, ich bin Kärntnerin und das darf man ja auch. In Zeiten wie diesen sind wir froh, dass wir arbeiten dürfen. Ja, ich bin sehr dankbar dafür. Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank euch. Dann dürfen wir uns verabschieden. Weiter geht's mit Muniere, Inam und den Konkret-Kollegen. Einen schönen Abend. Und wir müssen uns die Keks kosten. Ja. Muss man nicht zweimal sagen.